So, herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Direkt von der Süwag Arena, von der German Trading Card Show. Organisiert auch mit vom lieben Markus von Das Hobby. Und Draft Break and Trade natürlich. Grüße gehen raus. Und wir suchen jetzt mal den lieben Dennis, damit der uns hier reinlässt in den Laden. Also, seid dabei. So, jetzt direkt am Stand, wo die Magie passiert. Hier die Prominenz schon. Alright, so here we got the most famous and notorious guy from the Netherlands, Q. Q, it's an honor and pleasure to have you here. And he's looking at our 10K giveaway. So that's one part of it. And as he is our Mr. International as well, basketball and football, he needs to sign this nice AI3. Yeah. AI. And now you need to guess who signed the other pair of that shoe. So the other pair of this one? Yeah, or the other shoe of that pair. Oh, yeah, that's okay. Yeah, I'm tired like hell. That's so. A guess. Well, yeah, it's not on that shoe. So there's one shoe, the other shoe of that pair, and one person signed it. Allen Iverson himself. You're definitely right, sir. There we go. Okay. No, so that's Helmut. That's Helmut. Yeah, okay. Kiki. That's Kiki, you know, and yeah. That's Ivan. Yeah, yeah. So, and sir, it would be a pleasure if you go with that one. Awesome. So pick your spot. Yeah. Okay. I'll do it here. Great. Thank you. There we go. Awesome. Nice. All right, so now the shoe is getting filled up. Yeah. So I got another. Und jetzt noch die Roomtour im Marriott. Wollen wir nochmal sehen. Das hier aussieht. Es gibt auch Hotels, wo ich nicht mag. Okay. Das ist Dusche und Bad. Sieht schon mal okay aus. Und dann hier, ja. Okay, aber eine nette Ecke. Hier der Arbeitsbereich. So, so sieht das Zimmer in seiner ganzen Pracht aus. Jetzt würde mich doch mal interessieren, was hier ist. Ja, der Blick. Ja, genau, da ist der Flughafen. Ah, man erkennt es nicht. Da ist der Flughafen. Okay, also Zimmertour schnell abgeschlossen. Und hier nochmal, das, heute auch eine wichtige Mission, der Schal. Wie man schon sieht, Servus Lothar, versuchen wir uns heute unterschreiben zu lassen. Ist ja aus Lothars letztem Bayern München Spiel. Damals noch im Olympiastadion, Champions League gegen Real Madrid. Da war ich noch persönlich anwesend und habe mir dann diesen Schal gegönnt. Sehr historisch und dann natürlich hier das Trikot. Die Kenner kennen es, ist ja so ein EA Adidas Sondertrikot mit Matthäus Flock. Da gehen wir dann heute auch noch mal rein und lassen uns das Ding unterschreiben. Also hoffentlich klappt das alles. Daumen drücken. So sieht das Ganze jetzt mal leer aus. Also hier unten natürlich die Top-Crew, aber dann geht es hier weiter. Ja, also und hier oben auf der Empore sind ja auch noch die Tische. Gestern gar nichts geschafft, um es mal so zu sagen. Also gestern eigentlich nur Verkauf gewesen. Dort vorne kann man auch noch irgendwas gewinnen beim Basketball werfen. Aber es ist echt sehr gut organisiert, kann man nichts sagen. Also dann nehmen wir noch das Logo hier mit. Also, dann sind wir mal sehr gespannt, was heute noch geht. Ja, da kommt er. Ohne Uniform. Merkt man schon, die Disziplin rutscht. Aber ist okay, wenn man Podcast-Superstar ist, kann man sich das erlauben. So, laufen wir nochmal eine kleine Runde hier. Das hab ich gestern alles nicht gesehen. Hier Trace and Chase. Ah, hier Dave und Adams mit der Submission. Ah, okay, King of Cards auch da. Alles nicht gesehen. Ah, hier ist Froggy.
Lama. Und da hinten Camp Buddies. Okay, jetzt wird es natürlich legendär. Lothar Matthäus, wir haben alles am Start, hier im Interview noch. Lange Schlange. Richtig cool. Also, gleich lassen wir uns, wie gesagt, heute Morgen gezeigt, die Sachen noch von Lothar unterschreiben. Jetzt geht's richtig los hier. Also, die Prominenz ist jetzt am Stand. Ja. Und die Prominenz sagt ja auch, geben ist seliger denn nehmen, vor allem den Armen unter uns. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Also, oh Mann, das ist echt. Also ich drehe völlig durch. Also echt, das ist richtig, richtig geil. Also echt, vielen, vielen Dank. Das ist echt geil. Das ist echt richtig geil. Echt super, vielen Dank. Also, ja, das ist der 10K-Schuh. Ich bin wirklich geflext gerade. Dass ich da mit da darf, also ich bin ja, oh mein Gott. Aber ey, freut mich, das Herz auch mal belohnt wird. Ich mach's ganz easy. Ja, du hast ja eine richtig schöne Unterschrift. Naja, man muss ja lesen. Ja, du bist ja direkt, hast dich neben Helmut angesiedelt. Da hast du eine Nachricht. Also, kurze Zwischensequenz, ja. B-Brother Store, the one and only, live dabei. Helmut, hau raus. Oh, meine Güte. Ja, ist jetzt nicht ganz... Ja, aber Helmut kann sich sehen lassen. Da schnappe ich mir aber gleich noch mal eine Autogrammkarte mit. Willst du noch was deinen Fans sagen, Helmut, oder noch ein paar letzte warme Worte? Nee, also ich freue mich, dass ich den Schuh hier mit signieren darf. Ja. Gefällt mir sehr gut, also muss ich schon sagen, toll. Ja, der Schuh ist natürlich... Der ist wirklich schön. Ja, der ist ein Hammerschuh. Ja. Ja. Also vielen Dank, Helmut. Ja, der... Ich sag mal so, ne? Hast du so, gerade also, Schuh mit viel Freifläche ey, genommen? Melma, ja. Film deine Schuhe, bitte. Film dich. Achso, die Pandas? Ja, da, die sind berühmt. Ich muss den TikTok-Video machen, wo die Schuhe richtig niedergerissen werden. Das ist schon hart hier. So und auf, ja? Ja. Wie man geht in den Hieb rein. Und Strich hoch. Das ist aber auch eine sehr geile Stelle, wenn ich das mal so sagen darf. Sag mal so. Ivan hat sich das Maximum rausgeholt. Ich hab das Beste draus gemacht. Ivan, da bin ich ja richtig neidisch, Ivan. Ja, aber man muss ja auch mal aus einer schlechten Vorlage ein Tor machen, Gigi, oder? Sag mal so, das war ein Ulf Kirsten, ein Abstauber. Okay, gut. So, Gigi, jetzt hast du Zugzwang. Ivan, ich reich durch. Was hast du gesagt, Junge? Ich bin der Nächste. Ivan und Helmut haben schon, ich gehe raus über den Schwenk. Wo soll ich denn hier unterschreiben? Ja, hier oben, ja, hier könnt ihr unterschreiben. Hier. Ja, aber das ist ein bisschen geriffelt, gell? Also, da musst du einen ruhigen Finger haben. Oder mach den Kiki. Mach den Kiki. Ich kann da nicht reingeschwenkt kommen. Oder okay. Hier vorne. Hier ist auch gut hier unten. Hier unten ist auch nicht schlecht. Ja, da. Komm. Ja, da. Vor allem machst du das Gegengewicht zu Helmut. Also. Ivan, drauf hier? Ja, wie? Komm mal weg, Kiki. Ich mache hier vorne. Ich gehe rein über den Kickerich. Aber Jungs, wie viele Schuhe habt ihr schon unterschrieben in eurem Leben? Also Karten 5 Millionen. Ich muss sagen, von Schuhen, ich kann die wirklich. Das war noch nicht mal mehr. Es war mehr als eine, aber ich kann die an einer Hand abziehen. So viele war es auch nicht. Also ist es special noch, oder? Ja. Das ist sehr spitze. Ich mache ihn genau hier. Genau, Kiki, da, genau den, da. Den kleinen Kickericher. Junge, Kickericher. Kickericher. Kickeriki, Alter. Okay, die Unterschrift kommt sehr heutig rüber. Ja, aber ist doch nice. Ja, das ist doch unikat. Geht doch voll fit. Beim ersten bin ich komplett auf Zitterniveau gekommen, aber egal. Ja, aber weißt du, wenn es erst der fünfte Schuh ist, ja. Aber ist doch, also ich sag schon mal vielen Dank. Ja, drapiert ist danke dir, Mann. Danke dir. Ja, eigentlich überlege ich gerade, ob der überhaupt in die Verlosung geht, weil der gefällt mir jetzt eigentlich. Vielleicht gewinnt ja
ein junger Mann aus, der zufällig im selben Haushalt wohnt. Wäre auch machbar, ne? Könnte passieren. Ich mache auch mit bei der Verlosung. Jeder soll mitmachen. Wenn wir den Schuh kriegen, der wird hier ausgestellt. Wir hauen ihn. Ich werde ihn tragen, wenn ich zocken gehe, Alter. Man muss ein bisschen vorne ein bisschen Luft schaffen. Die Community macht keine Faxen, meld mal Folgen und dann kriegt ihr auch vielleicht diesen Schuh ab. Wir gehen raus über diese Feinheiten hier vorne. Guckt über diesen Spruch an, diesen Frechen. So, jetzt geht's ins Regal mit den A-Promis der Szene. Hello, my friend. So, Franco, das ist der 10K-Abo-Schuh von dem allseits beliebten, familienfreundlichen Kanal, Franco. Es wäre natürlich eine Ehre, wenn du da ein Autogramm machen könntest. Aber du hattest eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe mir da lange Gedanken gemacht. Ich kann dir sagen, da wo Platz ist. Wieso war mir das klar? Also ich würde dann hier wirklich die Speerspitze nehmen. Ja, Franco da als Speerspitze nimmt man dich auch wahr in der Community. Ich wollte es dir nicht sagen, aber du hast es von selber erkannt. Es ist ja wie gemalt. Also ich muss sagen, der Stift ist nicht mehr der beste. Also die Spitze ist schon... Der ist ganz neu. Ja, aber die Spitze... Den habe ich im Teddy gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dort gemacht habe. Ich auch nicht. Aber die sind gut sortiert, der Teddy hier in Frankfurt. Und da müssen sie auf jeden Fall ordentlich reinfallen. Ja. Das ist natürlich ein Schmuckstück. Ja, bitte mal. Mach die 10K voll. Aber da wird der 10K schon voll. Da sind die 10K voll. Dann, also die 20K. Dann Road to 20. Absolut. Okay, super. Dankeschön, Franco. So, wir machen weiter mit den A-Promis der Community. Natürlich sehr gerne und übrigens auch absolut coole Aktion, muss man gleich mal dazu sagen. Ja. Erstes Mal natürlich Special, wird verlost und hey, wir machen es natürlich sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank. Also hier... der junge Padawan hat sich hier als Speerspitze hingestellt, hat gleich einen rausgelassen. Wo unterschreibe ich den am besten? Ich habe eine Antwort für diese Frage. Da, wo Platz ist. Oh, da geht er vorne drauf. Wie gemalt. Traum. Vielen Dank, Chris. Sehr gerne natürlich. Und schon mal natürlich Glückwunsch an den Gewinner. So, also im Namen des Big Business ist Jette am Start und sie wird sich natürlich hier auch auf dem 10K Abo Special Schuh verewigen. Das ist oder auf jeden Fall eine Quelle. Vielleicht kannst du ja die eine oder andere Karte mitbringen. Super, vielen Dank. Ja, mega. Es darf auch den 10K Verlosungsschuh unterschreiben. Also, kannst mit Künstler oder Real Namen unterschreiben. Künstler. Sind schon 50, 60 wahrscheinlich. Super, vielen Dank. Also nochmal mit Schuh, Dankeschön. So, hier nochmal der Blick von der anderen Seite, von oben mit in Full Effect. Die Show nochmal zu sehen, also hier über eBay, German Trading Cards. Hier nochmal der ganze Blick. Da war vorher Lothar. Also kriegt man nochmal einen ganz guten Eindruck, wie das hier abläuft. So, jetzt hier nochmal Prominenz. Ich wollte nur sagen, dass super, Markus, ich danke dir. Der Melmer hier, der möchte, dass ich hier seinen legendären Iverson-Schuh noch unterschreibe. Willst du einen Spot aussuchen? Hast du kannst natürlich dir es aussuchen, weil hier, du kannst auf die Ivan und Kiki-Seite gehen. Oder du sagst, I want to break free. Ja, oder du gehst zum Dorfältesten, ja, kannst du auch machen. Das ist gut. Ja, du musst ein bisschen schütteln mal, aber der ist ein bisschen ausgefranst. Super, vielen Dank. Oh, Aste. Aste mit Smiley. Neuerdings brauche ich immer eine Smiley, Leute. Okay, also wir kriegen hier was ganz Freshes und was ganz Neues. Also Aste, vielen Dank. Okay, also hier, Magic Squad darf nicht fehlen. Hau raus.
Aber du musst ein bisschen drücken. Okay, komm. Ja, schon zu mir auch noch gleich raus. Und dann sage ich auch noch für Mike. Im Auftrag. Du hast ja alle hier drauf. Ja, hier Helmut als Dorfältester. Super. Danke euch. Der verlorene Sohn ist zurück auf der Bildfläche und wir haben ihn uns gleich geschnappt. Oh. Ja, du musst ein bisschen drücken. Haben wir keinen guten Stift hier irgendwo? Ja, ich kann dir auch gleich einen. Muss ein bisschen drücken. Oh, der sieht aber nicht schön aus. Sehr schön, vielen Dank, David. Noch ein paar warme Worte an die Community. Ja, ist mir, sowas ist mir natürlich immer eine Ehre, weil ich sowas machen darf. Freut mich, auch hier, Riesenshow wieder, alle Leute mal wieder zu treffen. Geil. Ist einfach top. Mega. Das ist aber gut, immer die Leute wiederzusehen. Ja, ist gut. Sehr schön. Super, danke dir, David. Was wenig gefilmt haben, gibt es jetzt noch ein Leckerchen hinten drauf, nämlich die Topps Showtime. Diese Box gibt es exklusiv nur auf den Trading Card Shows. Ja, also wir haben 6 Packs, 5 Karten. Ich habe es noch nie gesehen. 4 Parallel Cards sind drin. Autograph Cards. Eine in allen 2 Boxen. Also vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben uns natürlich 2 geholt, aber wir gehen jetzt mal mit einer rein, um locker reinzukommen. Also da war ja irgendwie so ein kleiner Junge unterwegs, der kam da ständig an mit was er da rausgezogen hat. War absolut crazy. Wir werden sehen, auf jeden Fall sehr gespannt. Wir schauen rein. Also der Preis der Box ist auch fair. Ich glaube, die kostet 50 Euro. Schauen wir uns mal an. Also ich habe nur die Karten aus der Ferne gesehen, die der mir immer hingehalten hat. Aber lassen wir uns überraschen. Pack Nummer Uno. Anthony. Keine Ahnung, der hat gerade Riesentrabbel. Irgendwas ist bei dem. Oh, die Jamal Musiala sieht sehr schön aus. Dann nochmal Mokoku. Schönes Design der Karten. Fede Valverde. Und Joschko noch bei Leipzig. Pack Nummer 2, da haben wir Mohamed Kudus. Ich weiß gar nicht, wo der am Ende jetzt rausgekommen ist. Oh, Kolomoani, aber auch eine schöne Karte. Rookie noch. Nimmt man mit. Rico Lewis sieht man immer häufiger, auch Rookie. Dann nochmal Gonzalo Borges. Und da ist er wirklich Fashion. Fashion Sakala. Okay, Fashion. Guter Name. Fashion lese, da gibt es ja diesen Clip von irgendwas mit Peel, wo die ja dann da diese Footballspieler mit den Namen machen. Vielleicht blende ich mal hier ein paar Sekunden ein, das ist ganz lustig. Da Historias, La Mistorias, Utah State University. Iwakonia Sigourneth Junior Steam. Jetzt mit Gabriel Jesus. HE44, oh, da kommt eine Nummerierte rein. Das ist ein Rookie. Zu 49, okay. Das ist UEFA Cup. Oder Europa League. Und es ist Meister Alejandro Garnacho. Banger! Geil. Richtig geiler. Den nehme ich sowas von mir. Sieht auch noch cool aus. Also Garnacho, das ist eine geile Karte. You can't complain. Vor allem ist sie doppelt so dick. Dann haben wir noch Jamal Musiala und Saka und Karim Adeyemi. So, Endspurt. Ferran Jutgla, Club Brügge. Benrahma, West Ham. João Cancelo. Mathis Tel, sehr geil. Nehmen wir immer mit. Und Josh Kimmich, also dreimal Bayern zum Abschluss. So, zweitletztes Pack. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Nummerierte mindestens. Das Autogramm sehen wir nicht so gut aus. Haben wir nochmal hier Anthony. Oder ist was? Das ist eine Nummerierte. Oh, zu 99. Nehmen wir mit. Und wer ist es? Ein Rookie? Ach, das ist der von Liverpool. Ah, Bobby Clark. Okay, Rookie, Bobby Clark. Wahrscheinlich schon irgendwohin verloren, aber Autogramm zu 99.
Nehmen wir mit, aber sowas von richtig gut. Ja, nochmal Neymar. Noch als richtiger Spieler und Kareem the Dream und Kai Havertz. Hat jetzt ja gerade auf der PK gesagt, dass die Unterstützung gefehlt hat der deutschen Fans. So weit, so gut. Okay, sehr gute Box, hat sich schon gelohnt. Wir sehen Rafinha, Tonali. Ich dachte gerade. Ja, der nummeriert wäre natürlich auch nochmal ein Banger gewesen, aber jetzt kommt was Nummeriertes. Ja, da sind wahnsinnig viele Rookie drin zu. 75, 71, ich hatte gerade gedacht, Diego Moreira von Benfica, bei Benfica kann immer der nächste potenzielle 100 Millionen Mann rumlaufen, auch wenn wir ihn jetzt hier nicht kennen. Dann haben wir Phil Foden und Moreira Base, kommt schon der Rainbow rein, okay. Also Leute, ich hoffe, Video zur Trading Card Show hat euch gefallen. Ich hoffe, die Box war gut. Die Box war sehr gut. Nimmt man gerne mit. Und dann sage ich danke. Gerne ein Like und ein kostenloses Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.